Moin und willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Sassy Green. Ja, heute mal ein bisschen anders, nicht im Revier wie die vorherigen Folgen, sondern mal im heimischen Garten, weil ich hier ein bisschen was für euch aufgebaut habe. Das werde ich jetzt gleich zeigen. Aus ganz aktuellem Anlass möchte ich mich heute mal dem Thema Kidsrettung widmen, da wir ja derzeit mitten in der Brut- und Setzzeit uns befinden und ja auch bald die erste Maat wieder ansteht, ist das Thema, wie gesagt, aktueller denn je. Und ja, es gibt ja verschiedene Methoden und Wege, die Kleinen vor dem sicheren Mähtod zu bewahren. Altbekannte und althergebrachte ist natürlich das vorherige Absuchen mit ordentlich Manpower und natürlich auch mit unseren vierbeinigen Jagdgefährten. Das heißt, die Hunde wittern dann bestenfalls mit ihrer feinen Nase die kleinen Kitze, zeigen sie sicher an, ohne sie entsprechend zu versehren. Und ja, dann kann man sie eben vorsichtig abbergen, ohne diese direkt zu berühren. Das ist immer ganz, ganz wichtig, auch für diejenigen, sei es jetzt nochmal gesagt, denen das nicht so bewusst ist. Das heißt also bitte, bitte niemals, wenn ihr einen Kitz findet, fasst es nicht an, lasst es am besten liegen. Es ist normal, die Mütter lassen die Kitze tagsüber alleine auf den Wiesen zurück, kommen nur hier und da mal zum Säugen vorbei, halten sich im sicheren Abstand auf, sind jedoch, ja, wie gesagt, in der Nähe und das Kitz ist jetzt nicht alleine zurückgelassen und hungert oder dergleichen. Also am besten zurücklassen, niemals berühren und wenn es doch, warum auch immer, berührt werden muss, das jetzt hier für die Jagdkollegen ist natürlich bekannt, dann nur mit Handschuhen oder dass man ganz, ganz viel Gras pflückt und die dann eben in so einem weichen, ja, ich sag mal, Büschel Gras dann eben anhebt und verbringt zu einer sicheren Stelle. Ja, warum macht man das Ganze? Ich sagte es ja, na klar, wenn die Landwirte dann jetzt mit der ersten Maat anfangen und die Kleinen dort im tiefen Gras liegen, sind sie einfach vom großen Trecker aus nicht zu sehen und würden eben leider übergemäht werden. Sie oder deren einzige Tarnung und Schutz ist es eben im Gras sich zu ducken, nicht aufzustehen und so eben vor den Feinden sozusagen sich zu verstecken. Und ja, leider passiert das eben auch beim Traktor, dass sie dann nicht fliehen und weglaufen, sondern einfach durchducken, hoffen, ja, nicht gesehen zu werden. Und das endet dann leider, leider tragisch und das gilt es zu vermeiden. Ja, es gibt viele Wege. Eine hatte ich angesprochen, das natürlich Absuchen. Mittlerweile immer weiter verbreitet, finde ich eine super Sache, ist das Thema mit Drohnen und Wärmebildkameras, das also, ja, wenn man eine Drohne im Revier hat oder auch viele sich das vielleicht gemeinsam teilen, zusammenlegen und sowas Tolles kaufen, dass man wirklich mit der Drohne das Revier, die Wiesen vorher abfliegen kann und dann eben anhand der Wärmebildkameraaufnahmen, also anhand des Wärmebilds eben sieht, wo im Gras befindet sich was und dann entsprechend die Kleinen auflesen kann und dann eben auch retten kann. Von daher, also ja, wer sowas hat, wer die Möglichkeit hat, darauf zurückzugreifen, da gibt es auch ja, Netzwerke und Webseiten, wo man sich dort austauschen kann. Ich kann mal gucken, dass ich im Video auch nochmal einen Link ergänze dazu. Das ist eine klasse Sache, da kann man dann auch versuchen, sich dem anzuschließen. Ja, eine andere Methode, und die möchte ich jetzt eben hier vorstellen, nochmal in Ergänzung. Ich habe da bereits mal vor knappen Jahren einen Blogartikel zu verfasst, auch mit ein bisschen ausführlicheren Bildern und Co. Hier deswegen nochmal das Video als Ergänzung, so eine kurze How-to-Do-it-yourself-Bauanleitung. Das ist die Methode mit einem Rauchmelder. Klingt im ersten Moment ein bisschen verrückt. Idee dahinter ist aber, den Rauchmelder dadurch, dass er dann auf Dauer angestellt ist und er Krach macht, so zu platzieren, dass eben das so eine Unruhe gibt, dass die Mutter dann doch eben ja, das Kitz in Sicherheit bringen möchte, weil der Mutter folgt das Kitz so gut es geht und dass eben durch die Dauerbeschallung die Mutter das Kitz dann an einen sicheren Ort verbringt, sprich runter von der Wiese, raus aus der Gefahrenzone, sodass eben dann auch dort nichts passieren kann. Ja, ich habe das Ganze jetzt hier mal aufgebaut und will das nochmal einmal kurz mal im Schnelldurchlauf erklären. Wie gesagt, die Details könnt ihr alle im Blog www.sassel.green.de, sassel.green nachlesen, kein .de, also .green ist die Seite, Entschuldigung an der Stelle. Ja, letztlich schnell erklärt, einfach darüber berichtet. Wir brauchen im Prinzip hier einen ganz handelsüblichen Rauchmelder. Dann habe ich mir jetzt hier mit so einer, das ist eine ganz normale Bambusrohrstange, also irgendwas, um es in den Boden zu stecken. Was ihr da nehmt, ist im Prinzip letztlich völlig egal. Hauptsache irgendwas, was einigermaßen stabil ist, um eben das Eigengewicht zu halten. Dann habe ich es so gemacht, ich packe den Rauchmelder, wenn er dann in Dauerbetrieb geschaltet ist, in eine Tüte. Es hat einen doppelten Vorteil. Auf der einen Seite natürlich ist es geschützt vor Witterungseinflüssen. Das heißt, die Dinger sind natürlich für den Innenbetrieb gedacht, nicht für draußen. Das heißt, wenn es doch mal regnet oder morgens der Tau ist, damit die keinen Schaden nehmen, packt sie in die Tüte.
Und der zweite Vorteil, der da eben noch bei ist, ist, dass durch das Rascheln und Bewegen der Tüte einfach noch eine zusätzliche Beunruhigung damit entsteht und dadurch eben auch ja noch zusätzlich, sage ich mal, das Ganze, der Sinn dahinter eben bestärkt wird. Und noch ein Thema ganz vergessen, für den Landwirt ist so ein einzelner Pin dann auch manchmal nicht so gut zu erkennen. Deswegen die Tüte ist besser zu sehen. Ich habe sogar letztes Jahr so gemacht, dass ich nochmal Forstmarkierer genommen habe und das Ding sogar nochmal angesprüht habe. Also dass, wenn er wirklich mäht, vom Weiten das sieht, der ist dann auch so nett. Erstmal natürlich ist eine gute Kooperation zwischen Jägern und Landwirten hoffentlich selbstverständlich. Das heißt, er ruft dann auch entsprechend vorher an, sagt zeitig Bescheid, wann er mähen will. Dann kann man die Dinger aufstellen und er springt dann natürlich auch einmal kurz vom Trecker runter, sammelt die ein und dann kann man die eben am Tag danach wieder abholen. Ja, das heißt Tüte, was auch immer ihr nehmt. Ich habe jetzt den gelben Sack genommen, da groß und auch noch ordentlich rascheln und lärmen. Und dann müsst ihr noch irgendeine Funktion euch überlegen und basteln, um das Ding zu überbrücken. Es gibt ja diese Test-Taste, das heißt, wenn ihr die einmalig drückt, also es klappt bei 80% der Rauchmeldermodellen, die eben auch dauert zu überbrücken. Ob es bei allen geht, will ich jetzt hier nicht sagen. Ich kann jetzt nur von den Modellen, die ich bisher verwendet habe, sprechen. Ich gucke mal, dass ich da auch auf jeden Fall noch einen Link unter das Video poste. Jedenfalls, wenn man die einmal drückt, dann ist ja dieser normale Piep, dass man weiß, das Gerät geht. Wenn man es aber schafft, die Taste dauer unten gedrückt zu halten, dann schreit er eben permanent durch und das ist ja auch genau den Effekt, den wir erzielen wollen. Ich habe da schon in der Vergangenheit mal ein bisschen gebastelt. Eine Methode, die bei mir geklappt hat, da darf jeder selber erfinderisch sein, ist eben die mit Kabelbindern und so eine Mutter, dass man eben Druckpunkt hat, das Ganze halt eben hier rum, die Mutter dann genauso platzieren, dass sie auf der Testtaste liegt, das Ding festratschen und dann hat man eben auch die dauerhaft runtergedrückt. Andere Methode, die geht, in dem Fall habe ich es jetzt hier mal versucht mit einem ordentlichen strammen Tape. Ich kann es jetzt mal einmal machen, wird es wahrscheinlich einmal laut. So, ich nehme es jetzt mal schnell wieder ab, sonst wundern sich hier die Nachbarn, wobei die sind auch alle hier weit entfernt, wo wir wohnen, aber nichtsdestotrotz, ja, genau, und da habt ihr das Prinzip eigentlich schon ja, relativ simpel gesehen. Gilt einfach nur die Taste runterzudrücken. Das ist so eine 9-Volt-Blockbatterie, also die hat immer locker eine Nacht oder auch länger gehalten. Also von daher braucht ihr euch jetzt keine Sorgen machen, dass die Batterie leer läuft. Ja, dann am Ende das Ganze in die Tüte rein. Wie gesagt, markieren kann man die Tüte noch mit Forstmarkierer oder nicht. Dann habe ich hier noch so einen ganzen Schwung Kabelbinder und ja, damit ratsche ich die dann oben ganz fest hier an den Stock. Und dann ist natürlich ein bisschen fies, wenn das Ding die ganze Zeit schreit. Kleiner Tipp, man kann Gehörschutz, hat man ja auch vom Schießstand als Jäger, gerne aufsetzen, weil manchmal wird der Weg dann aufs Feld doch, beziehungsweise auf die Wiese doch relativ weit. Und wenn das Ding die ganze Zeit rumpiept, das ist schon irgendwann nervig für die Ohren. Ja, und dann entsprechend aufstellen. Also man sagt wohl, ich lasse mich jetzt lügen, bis zu ja, so 3-4 Hektar schreit er das wohl zusammen, dass das da rundherum langt. Ich habe es letztes Mal ein bisschen dichter aufgestellt und wir hatten super Ergebnisse erzielt. Wir hatten natürlich trotzdem nochmal mit den Hunden abgesucht, gar keine Frage, die über Nacht schreien lassen und wir hatten wirklich keinen einzigen Verlust. Wir sind also auch nach der Maat nochmal alles abgelaufen, abgesucht. Da war wirklich nichts zu sehen, also so wie es den Anschein hat, hat jedes Kitz überlebt. Von daher eine klasse Methode. Kleiner Tipp noch am Rande, wenn ihr sowas als Jäger aufstellt und vielleicht doch in der Nähe von Häusern seid, es schadet nicht, einmal vielleicht den örtlichen Wehrführer zu informieren oder vielleicht auch den einen oder anderen netten Anwohner, wenn man dort im Gespräch ist. Vielleicht sogar, wenn man zur örtlichen Rettungsleitstelle, Feuerleitstelle in Kontakt hat, da einmal eine Info zu geben, weil der ein oder andere besorgte Bürger würde vielleicht doch nochmal anrufen und ja, irgendwie Alarm geben. Das gilt es natürlich dann zu verhindern an der Stelle. Ja. Genau, ansonsten, ja, denke ich, ist das Prinzip klar. Was soll ich jetzt viele Worte verlieren? Alles werde ich euch nochmal an Links unten drunter in den Beitrag hier ins Video posten. Und wie gesagt, den Blogartikel vom letzten Jahr, der beschreibt das Ganze auch nochmal super ausführlich. Ja, ich würde mich wie immer sehr, sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Weitere Videos werden ganz bestimmt folgen. Mal schauen, welche Themen es das nächste Mal gibt. Und ja, ansonsten unter www.cecil.com. Green findet ihr dann auch noch weitere Blog-Einträge und vieles, vieles mehr. Dann bleibt gesund und munter. Das muss man ja in den Zeiten von Corona, die wir ja gerade haben, auf jeden Fall wünschen. Und ja, wenn ihr das umsetzt und schafft, wäre es klasse.
Das ist aktiver gelebter Naturschutz auch und Hege, wie sie sich gehört. Und ja, ob mit Drohne, ob mit Hunden, wie auch immer, es ist sicherlich eine von vielen Methoden. Hauptsache, man macht was. Jedes Kitz, was gerettet ist, ist es wert. Von daher feuerfrei, viel Erfolg. In dem Sinne, macht's gut, bis dann.